Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir, Friends and Family. Ich befinde mich jetzt auf dem Weg zu Fabio, denn wir wollen auf die Sonnenbank. Huch. Es sind, wie viel Grad? Ich glaube, knappe 30. Aber Fabio und ich haben beschlossen, auf die Sonnenbank zu gehen. Hm. Warum auch immer. Danach will ich unbedingt mein Auto sauber machen. Denn das ist einfach nur schmutzig. Das ist voll mit Vogelkacke. Und das möchte ich beseitigen. Ich war eben einkaufen für Kisos Baby Gender Reveal Party morgen. Habe ich ein paar Sachen gekauft und rausgefunden, dass ich für Frühlinge eingekauft habe. Ich dachte aber, Frühling heißt neugeboren. Damit habe ich mich sehr gefällt. Aber egal. Ich höre jetzt auf jeden Fall Fabi ab und dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich bei ihm bin. Es ist geiles Wetter. Das freut mich extrem. Ich werde diesen Jungen niemals verstehen. Wie man 5 Minuten vorher schreibt, ich komme, also komm raus. Und ja, mach ich das. Jetzt warte ich hier. Und wenn ich hupe, rastet er aus, aber ich traue mich nicht, weil ich alleine bin. Wenn ich mit Sarah hätte ich mich wahrscheinlich getraut. Da kommt der. Wie oft habe ich dir gesagt, dass du ein bisschen mehr nach vorne fahren musst, um diese verkackte Tür aufzumachen? Und warum liegt dein Knochen? Ah, dein Auto sieht echt wieder ekelhaft aus. Ich wusste, dass du das sagst, schwören. Hat die Waschanlage noch auf? Ja. Warum hast du viel Geld dabei, du Bonze? Das ist von meinem Bruder. Ich aussehe. Aber geiles T-Shirt, ne? Kannst du bitte langsamer fahren? Ich wusste gar nicht, dass Hunde Auto fahren können. Guck mal, wie scheiße das aussieht, wenn ich so bin. Weil die Sonne hier scheint. So muss das sein. Freust du schon auf deinen Prank? Wie meinst du das auf meinen Prank? Wenn ich dich pranke. Ich dachte gerade schon, du hättest mich geprankt und ich wüsste nichts davon. Also, ich bin jetzt ehrlich. Das heißt, ich freue mich, aber ich bin gespannt, was das ist. Aber ich kann mir jetzt schon alles vorstellen. Also ich werde dir nichts mehr glauben. Egal, was du mir jetzt sagst. Und egal, ich werde alles sagen. Ja, klar. So. Also sorry, irgendwie hast du dich... Du hast dir selber ein Eigentor geschossen. Bin ich? Ja, weil ich bin jetzt noch vorsichtiger als früher. Jetzt achte ich auf jeden Scheiß. Das ist halt das. Ich hätte jetzt nicht mal geglaubt, dass wir Auto waschen gehen. So. Ja, ne, ehrlich, aber so, ich denke jetzt schon da, so. Bin ich schon im Prank? Vielleicht. Ja, klar. Ich glaube so, ich werde irgendwie entführt oder so. Ja, du wirst entführt. Gehst du rein und zahlst? Mit meiner Karte, ich habe keine Lust auszusteigen. Du kannst auch gerade die Kamera mitnehmen und meinen Code zeigen. Sind wir im Prank? Ja. Ist es ein Prank? Ist jemand hinten? Wie geht das jetzt? Ja, fahr einfach dahin. Ah, du ekelhafter Alter. Was denkt ihr euch? Warum riecht ihr mit diesem Auto da Rindfleisch? Hallo, liebe Kamera, ich heiße Marisch. Ey, wir sind zu dritt drauf. Voll cool. Das ist Fabio. Der hier. Das ist Jasmin. Ich heiße Marisch. Und ich freue mich, hoffentlich im Vlog dabei zu sein. Das wäre schön für mich. Danke, bitte, tschüss. Warte, dreh doch mal um. Eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Wow. Badisch, du bist nicht lustig. Sag mal, ist der irgendwie am Arsch gegangen, da irgendwas? Ja, wieso läuft's nicht? Wir müssen noch Einkaufscenter, ne? Ja, wir haben noch eine Lackschuhe. Ja, ich muss noch Lackschuhe kaufen, Ken. Ja, den kennen. Für die Arbeit? Fabio, live in action. Ja, ich weiß. Ich weiß! Mein Auto ist voll mit Vogelkacke. Als hätte er so ein Maschinengewehr.
das ist so Säure, Lakritzsäure. Wie Lakritz? Ist das mein Prank? Magst du was? Ey, wie viel ist da drin, bitte? Hier. An die Leute, die nicht spanische Musik kennen. Jetzt kennt ihr. Wir gehen jetzt Nintendo Switch Controller kaufen, weil uns das so Spaß macht. Es macht wirklich Bock. Also Mario Party, ne? Haben wir bis jetzt gezockt. Wir mussten uns halt abwechseln, weil wir zu viert waren. Aber es macht so Spaß. Rosalina nervt. Ja, Rosalina deswegen ist eine kleine Piep. Ja, Rosalina, ich kenne die gar nicht. Damals war die, glaube ich, gar nicht da. Krasses Spiel. Die alle für Nintendo gezockt haben, ne? Mario Party war das Krasseste. Und Mario Kart. Sonic natürlich auch, aber ich weiß nicht, ob das eure... Nee, das ist Nintendo. Doch, das war Nintendo. It's a prank! Okay. Was meinst du, warum wir so spät in hierher hingehen? Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Zu wenig. Fabius Paypal Link in der Bio. Ich habe gestern auch gespendet. Ich habe mein Moneypool erstellt, also. Fabi, hilf mir, ich weiß nicht, welche Farben ich holen soll. Warte, ich komme. Oh, geil! Ey, hol mal Mario Kart war, Nintendo, ne. Wo sind die Unterschiede? Das sind nur die Farben. Nein, guck mal, es sind Preisunterschiede. Ja, Farben natürlich. Deswegen? Ja, klar. Nimm das Billigste. Das sind alle Spiele. Online. Was? Boah, super Spiele, ja. Pokémon ist, glaube ich, cool. Mario Party hast du, ne? Ich hole noch Mario Kart. Soll ich Mario Bro und Mario Kart holen? Mario Kart musst du auf jeden Fall holen. Wir haben jetzt Mario Kart Deluxe, Monopoly und zwei weitere Controller geholt. Und das wird eine lange Sucht die Nacht. Aber leider nur mit Sarah, weil Fabio ist anderweitig beschäftigt. Ja, wenn du nachts sagst, kann ich auch nachts. Du willst hier Deutschland und Auto fahren, ne? Italien sind die noch schlimmer, ja, aber trotzdem. Das ist nicht mehr normal hier, ja. Ich könnte kotzen, ich könnte echt erbrechen vom Strahl so. Bitte, lieber Gott, Blitz, mach einen Blitz auf mich, bitte. Wir gehen jetzt auf die Sonnenbank noch. Ich habe gar keine Zeit. Ah! Wenn die Leute fragen, warum ich fahre, weil ich Bock drauf hatte. Ich war gerade auf der Sonnenbank. Ich war, glaube ich, nach 3 Monaten auf der Sonnenbank wieder. Und ich habe todesgeschwitzt da drin. Wir beide, glaube ich. Ich sehe. Oh, diese Luft tut so gut. Anrufen und sagen, Habt ihr dir einen Tisch reserviert? Ja. Okay. Wenn ihr fragt, wo bist du, sagt, du bist in Düsseldorf. Der gewünschte Gesprächspartner. Ja, es war so klar. Also Leute, wir haben jetzt einen kleinen Plan. Wir, stalken sozusagen Fabio. Wir wissen halt, wo er ist. Alter, ist das voll wegen Champions League. Scheiße. Wir stalken sozusagen Fabio, wir wissen, wo er ist. Er ist nämlich bei Sarahs Eltern gerade essen. Und wir gehen da gleich hin, holen uns gerade essen und beobachten ihn dann sozusagen aus dem Auto aus, oder? Ja. Weißt du, wo die den hingesetzt Nein, haben? Nein, aber die sind ja zu zweit. Das heißt, die haben keinen Vierertisch. Nee. Kubilai? Nee, der meinte für zwei. Okay. Ich glaube, Kubilai kommt zu denen nach Iftar. Ach so, okay. Deswegen sitzen die am Fenster wahrscheinlich. Oder hinten. Das Problem ist, wie wollen wir die beobachten, wenn die am Fenster sitzen? Weißt du, was ich meine? Weil ja, wir würden uns hier genau gegenüber vom Pinocchio stellen. Wir dürfen halt nicht erwischt werden. Ja. Das wird eine Mission. Wir können ja raussteigen. Wir hätten zwar verkleiden sollen. Zwillinge. Nicht. Wieso sagen wir sich nur? Wir sehen nicht Unterschiede. Ich bin einfach blond. Ja, aber. Und sie aus wie eine Deutsche. Wir haben, aber allgemein sehe ich aus wie wir haben Deutsche. Komplett verschiedene Gesichtsstrukturen. Guck mal gleich. Warte, Schiel. Okay. So, Sarah ist jetzt gerade was zu essen holen.
und vor mir ist ein Krankenwagen, deswegen. Hallo? Ich muss wirklich lachen, weil es mir so unangenehm ist. Ich muss jetzt 3 Burger bestellen. Ich musste letztes Mal 2 Menüs bestellen. Aber 2 Menüs ist weniger, also ist mehr so, okay, es sind 2 Leute. Aber so 3 Burger könnte sein, dass ich so alleine 3 Burger esse. Weißt du, was ich meine? Okay, ich habe das Essen jetzt geholt. Wir haben noch nie so lange gewartet bei Burger Rista. Es hat eine halbe Stunde gedauert. Ich stand gerade eine halbe Stunde alleine im Burger Rista. Und jetzt ist es... Also Fabio und der Typ sind seit 40 Minuten schon da. Es kann sein, dass sie schon weg sind. Ja. Wenn die weg sind, dann weiß ich nicht, was wir machen sollen. Muss das sein, Taxi? Ohne Scheiß, die stehen wie die wollen. Ja, es interessiert die einfach nicht. Was machen wir denn jetzt, wenn die weg sind? Also, das Ding ist, es gibt zwei Möglichkeiten. Die zwei Jungs sind gerade in dem Restaurant essen. Ich habe Kubi geschrieben, aber der antwortet mir auch nicht. Und treffen sich gleich mit einem dritten Jungen, mit dem die in eine Shisha-Bar gehen wollen. Aber es ist nicht mehr sicher, in welche die gehen. Deswegen wissen wir das jetzt auch nicht. Wir wüssten, in welche sie in Köln gehen. Aber es kann sein, dass sie sogar nach Düsseldorf fahren. Wir waren gerade in Düsseldorf. Ja. Meine Tanten sind richtig schlecht im so tun, als wäre ich es nicht. Weißt du, was ich meine? Die sagen dann, oh, Schumpulam, Ischram. Ich verstehe auch nicht, warum Fabius Handy aus ist. Das geht halt nicht in meinen Kopf. Der vergisst immer, sein Handy aufzuladen. Oder er macht auf Flugmodus, weil er keinen Bock hat auf uns. Wo soll ich jetzt halten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die kommen jetzt nochmal. Ja, kann auch sein, dass das wieder kann. Geht ihm, Mäuse. Sag nicht danke, ihr Mäuse. Ich habe richtig Angst. Du musst halt erstmal irgendwie abchecken, ne? Warte. Oh mein Gott, ich sehe gerade nichts auf dem Auge. Warte. Siehst du was? Oh, die sind da. Die sind da. Der hat den Park dazu. Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Warte. Sehen die uns? Ich weiß es nicht. Die sitzen eins neben dem Fenster. Ich bin gerade übelst überfordert. Oh mein Gott, er sieht uns. Sieht er uns? Ich verschick. Hat er nicht gesehen? Nein. Ja, sie hat ihn. Hat er nicht gesehen? Hat er nicht gesehen? Jassi, was? Die steht direkt vom Laden. Jassi, wir sehen uns. Fahr hier weg, Jassi. Wir wollen nicht sehen. Die stellt sich direkt vor den. Die können direkt. Ja, Jasmin. Fabio, wo ist er? Jasmin! Gib her! Er wird das nicht checken. So viel zum Thema auffällig, ne? Er sitzt halt wirklich direkt da. Wenn er einmal aus dem Fenster guckt, sieht er uns. Ja, aber wird er nicht. Siehst du das? Guck mal. Du musst nur sagen, wenn eine Bahn kommt. Fuck, da ist irgend so ein Typ. Deine Tante sieht uns nicht, dass sie irgendwas sagt. Deine Tante sieht uns. Gesehen und ich so. Und was meinte sie dann? Ich habe so gemacht und sie so, Jassi. hat Fabio geguckt? Ja. Hat er dich gesehen? Ja, wird gelacht. Oh. Und jetzt? Mir ist warm geworden. Mir auch. Wieso habe ich mich so aufgeregt? Fuck, ich habe dir gesagt, hör auf damit. Aber wo hätte ich denn sonst bleiben sollen? Nicht direkt. Aber wir hätten bleiben sollen. Gut, dass sein Handy aus ist und er uns nicht anrufen kann. Was sollen wir tun? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Wir können da jetzt nicht wieder dran. Meine Tante, ich liebe. Du musst sie anrufen. Ich liebe dich, Henny, ne? Aber manchmal bist du ein bisschen. Egal. Was ist? Oh mein Gott, ich habe mich mega erschrocken. Das war so dumm von allen Beteiligten gerade. Hichinagu. Henny, wir filmen gerade etwas für Yassis YouTube-Channel. Du darfst nicht sagen, dass wir da sind. Guck nicht auf uns, okay? Ist sie sieht jetzt uns. Fahr
Ja, Mido nahm Wally trotzdem. Jassi, fahr weg, gehen das Kind. Jassi, fahr. Fahr weg! Okay, tschüss. Gehen die gehen, fahr! Fahr! Nein, geradeaus! Geradeaus! Ich weiß, was du machst. Fahr hier rein. Fahr jetzt? Hier rein. Fahr da rein. Und du bleibst jetzt hier stehen. Hier. Hier, stell dich hinter den VW. Von hier aus können wir sehen, wo die hinfahren. Wenn die nicht hier geparkt haben, was natürlich eine Katastrophe wäre. Warte, ich sehe die. Echt? Ich sehe die. Fahr woanders hin, die gehen hier lang. Die gehen hier lang! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Fahr rein, fahr da rein. Fahr da rein. Sehen die uns? Oh mein Gott, die gehen hier hin. Fahr woanders hin. Ah, Krampf! Ist denn da unten? Die kommt da hin. Nein, die Kamera dahin. Wohin? Hier hin. Wohin gehen die? Oh! Warte, checken die das gerade oder was machen die? Ich weiß nicht. Komm! Scheiße. Scheiße. Sag ihm nicht, was wir vorhatten. Hey. Engel. Maus. Wie geht's? Hey, ne? Ist was? Was macht ihr? Wir holen Essen ab. Hier, das ist euer Essen. Ach so, hä? Danke. Wie habt ihr uns gesehen? Deine Tante, ist das nicht Jasmin? Oh no, it's a prank? Dachte, wir pranken nicht? Ja. Hab ich doch gesagt. Ja, nee. Ist dein Handy aus? Ja, ich hab keinen Akku. Engel. Jetzt sagt aber, was ihr macht. Ich gehe jetzt vielleicht hier in die Shisha-Bar. Aber hier ist doch alles voll. Ja, das war da gibt's so eine Shisha-Bar. Wo? Wir gucken mal, was macht ihr denn? Wollt ihr auch Shisha-Bar? Nee. Ja, also, was interessiert dich das dann, was wir schmecken? Einfach so. Oh, oh. Ach, ich sehe das auch. Richtung? In die Richtung. Soll ich hinterher fahren? Aber das sehen die doch. Scheiße. Ich kenne doch mein Auto nicht. Aber Fabio kennt dein Auto. Die fahren da lang. Jassi, du kannst dir nicht hinterherfahren. Jassi, ich mein's ernst, du kannst dir nicht hinterherfahren. Oh, was sollen die machen? Fabio, sieht aus, die können uns nicht sagen. Jassi, du verfolgst die voll, das sehen die. Stell dich jetzt hier hinter das Auto. So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich fand das beim Schneiden extrem witzig. Und ich denke, wir werden diese Verfolgungsjagd, die wir abgebrochen haben, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat, nochmal weiterführen. Und diesmal ein bisschen anders, ein bisschen nicht so auffällig. Ja, also falls ihr das wollt, dass wir Fabio mal so stalken einen Tag, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis ganz, ganz bald. Adieu.